Ich habe gesagt, ich bin Ali, ich will boxen, ich bin trainieren every Tag zweimal, every Tag. Morgen Abend, morgen Abend. Und ich habe gegangen kämpfen, erste Runde habe gewonnen. Der Ali ist aus dem Irak geflüchtet und seit rund 4 Jahren in der Schweiz. Heute erzählt er uns, wie ihm das Boxen geholfen hat, hier in der Schweiz ein Leben aufzubauen. In Irak ist so schlimm. Du musst immer stark. Warum immer schlimm in der Straße? Schlägerei, klauen deine Geld, klauen dein Essen. Du musst immer stabil. Ja, und ich habe trainiert immer für das vormachen, Schlägerei, für Defense, für meine. Der Ali fasst den Entschluss, dass er in Europa Profiboxer werden wird. Es sei schwierig und wenig Leute haben an ihn geglaubt. Aber er hat das Ziel schon verfolgt, als er noch in einer Schweizer Asylunterkunft gelebt hat. In dieser Zeit habe ich gesagt, ich will machen Sport machen. Und der Chef von Turga Beyat, er sagte zu mir, hey Ali, du musst nicht Sport, geh arbeiten, mach Schule. Ich habe gesagt, ja, das ist richtig, aber ich bin Mensch, ich habe einen Plan. Und ich habe gegangen kämpfen, erste Runde habe gewonnen. Und ich gegangen, nächsten Tag, Montag, kam wer sagt, oh, Ali, dein Gesicht, gibt es keine Schmerzen, du hast nicht gekämpft. Ich habe gesagt, was singst du? Er sagt, ich denke, du hast nicht gekämpft. Ich habe gesagt, ich habe gewonnen vor 1. Minute. Der Boxclub, den Ali regelmässig trainiert, muss wegen Corona schliessen. In dieser Zeit lernt er Manuela kennen und es entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Er ist jeden Tag mit dem Velo an mein Haus vorbeigefahren, mit seinen Boxhandschuhen am Rucksack. Und irgendwann ist er stehen geblieben und hat dann gefragt, ob jemand in der Familie boxt, weil er sucht eine Möglichkeit zum Trainieren und wir haben einen Sack vorne draußen. Und ich habe gesagt, ich bin Ali, ich will boxen. Ich habe gesagt, ich will trainieren hier, keine Probleme, ich habe keinen Club. Ich rede in Englisch, nicht Deutsch in dieser Zeit. Er ist dann, glaube ich, recht erstaunt gewesen, dass ich das bin, der boxt. Wir haben dann aber wirklich, ich bin eingeladen zum Training und wir haben in der Zeit dann dreimal die Woche zusammen trainiert. Diese Frau kam zu mir gleich Family. Sie hat God sent für diese Frau für mich. Und in dieser Zeit trainiere ich immer, ich gehe mit sie essen, zu Hause mit Family sitzen zusammen. Jo, ich würde sagen, alle gehören zur Familie inzwischen. Wir sind wie Familie. Der Ali findet einen Manager und kann erst mal einen Kampf als Profiboxer bestreiten. Ich habe gestartet, erster Kampf, ich habe gewonnen. Hundrecke, Ali, go! Und 2020 habe ich gekämpft in Geneve mit einem französischen Gegner. Und ich habe verloren mit diesem Kampf, aber ich habe nicht verloren hier. Ich habe gemacht einen sehr guten Kampf. Wie fühlst du dich, wenn du boxst? Sehr glücklich. Das ist mein Dream. Verstehst du was? Heute arbeitet Ali 60% als Ladendetektiv und wohnt in seiner eigenen Wohnung. Ganz in der Nähe vom Boxstudio befindet sich aber eine Asylunterkunft, wo Ali eine Zeit lang gelebt hat. Das ist mein Zimmer. Das war 2 Personen. 2 Personen? Ja. Und wie lange warst du hier? Oh, ich denke 8 Monate oder da. Ja, 8 Monate. Warum hier negativ für Leute? Aber vorher habe ich gesagt, ich will hier vorher trainiere in St. Gallen, Wiedenbach. Und vorher der Chef sagte, okay, kommst du hier. Mhm. Aber für das für Leute negativ, nicht für mich, aber einfach willkommen. Der Ali wohnt immer noch in Romanshorn. Für seinen Traum trainiert er täglich. Warum? Ich bin trainiert every Tag zweimal. Every Tag. Morgen Abend, morgen Abend. Ich bin nicht arbeite so viel. Nur Sport, morgen Abend. Der Ali trainiert grundsätzlich 10 bis 12 Mal die Woche und davon fast täglich, ich würde sagen, sie hat 5-6 Mal die Woche da in Romanshorn. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden so verbissen trainieren gesehen in meinem Leben. Er ist wirklich ehrgeizig und es ist egal, wie sein Fitnesszustand ist. Er ist immer motiviert, tatsächlich. Und er kommt jeden Tag ins Training. Es gibt wirklich keine Ausnahmen für ihn. Ich will sagen, wenn du willst, etwas in deinem Leben, richtig. Sicher, du willst das. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht dein Bruder, nicht deine Schwester, nicht deine Kollegen. Du kannst machen das. Aber du musst arbeiten so hart. Nicht vergessen, schreibe du, was willst, in deiner Wand. Du musst schauen, diese every Tag, was du willst.